Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Infrakta und ich bin wieder in 1648, 30 Jahre Krieg der ganz prächtigen Infrakta Total Conversion Mod für Medieval 2 Total War Kingdoms. So, warte mal, was habe ich jetzt gedrückt? Achso, ja, ich bin nicht ein Empire. Falsche Tasten. Hier gehe ich ja tatsächlich mit den Cursor, ja, mit den Pfeiltasten und nicht mit WASD wie bei Empire. Deshalb, wenn man hier jetzt D drückt, für nach rechts zu scrollen, kommt stattdessen das hier. Diplomatie. Ja, wunderbar belegt übrigens an der Stelle. Zuallererst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deswegen gegruselt sein soll oder beeindruckt. Ich habe gestern Abend noch eine hier der siebte Gast gespielt, ja, The Seventh Guest. Ganz berühmtes Horror-Adventure-Spiel, interaktives aus den frühen 90ern, ganz großer Genrevertreter. Muss ganz ehrlich zugeben, meins ist das nicht. Ja, das war es schon damals jetzt, sonst hätte ich es mir damals gekauft, mittlerweile habe ich es mir gekauft, weil es auf Steam war es günstig und dann habe ich gesagt, ja komm, mach das Säckel voll. Ja, habe ich mal, das war wieder so Steam, ja, Steam hat irgendwie, weiß nicht, Steam hat so eine Möglichkeit, die haben so eine, sowas, die wissen genau, wie man das Geld aus der Tasche zieht, ja, also großartige Geschäftsidee Steam. Das ist eine Gelddruckmaschine. Egal, ich will mich nicht beschweren, ich habe günstig wieder einen ganzen Haufen Spiele gekauft. Ich aber ja nicht. So, auf jeden Fall habe ich das gespielt und danach habe ich gedacht so, jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust auf irgendwas zu zocken. Ich guck mal irgendwas Schönes, mal gucken, was ich gucke. Und dann habe ich hier Netflix, ist das jetzt eigentlich Werbung? Ach, scheiß drauf. Habe ich jedenfalls Jessica Jones geguckt. Also, das hört sich jetzt zuerst in einer Frauenserie an. Jetzt sieht es gegen Frauenserie. Ja, es gab auch Frauenserien, die habe ich auch ganz gerne ab und zu geguckt. Sex and the City zum Beispiel. Ja, ab und zu war nicht die Kim Cattrall nackt. Ja, heutzutage, ich weiß, 2016 ist Kim Cattrall jetzt nicht mehr unbedingt ganz so lecker Schnicksche. Ja, ganz ehrlich so. Aber, ja, wie ich jung war, vor vielen, 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 vielen Jahren, war Kim Cattrall sau heiß. Ja. Hat die auch bei Star Trek mitgespielt übrigens. Als Vulkanierin. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bei Jessica Jones ist ja der große Feind Dr. Who. Also der Schauspieler Dr. Who. Der ist so ein Mutant, ja. Also, ja, klar, Marvel. Und der kann Gedanken kontrollieren. Und, also er ist kein Mutant eigentlich wirklich. Eigentlich hat er ein Virus. Egal, habe ich das jetzt gespoilert? Egal. So, auf jeden Fall kann er Gedanken kontrollieren. Und vorhin, also heute Mittag, war ich unterwegs und hol so mein Smartphone aus der Tasche. Ja, ich finde das total schickes Smartphone. Und mach das halt an. Also, macht es vielleicht so bing, 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 bing. Und das heißt, dass ich Nachrichten gekriegt habe über Google und YouTube, dass jemand bei mir YouTube irgendein Video kommentiert hat. Und da war auch ein YouTuber dabei, also YouTube-Nutzer oder selbst YouTuber, weiß ich gerade genau. Und der hat gefragt, ob ich denn bei 1648 weiterspielen will. Oder werde. Oder wann. Oder überhaupt. Und das fand ich irgendwie erschreckend, ja. Weil ich nämlich gestern Abend, nachdem ich Jessica Jones geguckt hatte, habe ich schon mal kurz vor meinem Computer verharrt, eigentlich längst Zeit für ins Bett zu gehen. Aber ich habe also über diesen Shortcut von 1648 und dann so gedacht, so, meine Truppen warten auf meine Kommandos. Ja, das Ende von Preußen, entweder es naht oder ich kann es nochmal rumreisen. Ja, aber jetzt gehe ich ins Bett morgen dann. Morgen Abend dann. Und wie das ich dann vorhin gelesen habe, also heute Mittag, so, hier spielst du das eigentlich weiter. Verdammt. Ja, das war schon gruselig. Egal. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier, ja, wie ich eigentlich schon gestern Abend schon wollte. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder auf die WASD-Taste gedrückt. Zu viel Empire. Ich habe fast 100 Folgen Empire gespielt. Ist mir bei Gelegenheit mal aufgefallen. Gestern. So, warum lag ich in Hela? Achso, weil ich hier die Protestanten rausprügeln will, damit mir hier kein Fullstack Protestanten mehr im Rücken sitzt. So, mein Tiegenhof. Sitzt Jürgen drin? Ah ja, genau, der Schulenburg kommt. Ich glaube, der bildet die Nachhut, oder? Genau, die sollen ja, wenn ich mich richtig entsinne, Elbing und Tiegenhof und Danzig so ein bisschen decken gegen polnische Vorstöße, die da kommen werden, da bin ich mir ganz sicher. Und die andere Nase sollen sich auf den Weg machen.
um endlich uns das Baltikum zu holen. Ja, Livland, Deutsch, Livland. Ja, altes preußisches, kann man diskutieren, Ordens, ja, Deutschordensland, altes Deutschordensland. Bis ins 20. Jahrhundert, bis Mitte des 20. Jahrhunderts von sehr großer deutschsprachiger Bevölkerung besiedelt. Man könnte auch sagen, bis 1940 gab es in Livland mehr Deutsche als heute in Berlin. Gut, das war vielleicht ein bisschen gemein. So, naja, ich glaube, ich habe aber alles gedrückt beim Rundenwechsel. Ja, Bau kann ich eh nichts, gell? Und kein Gerstchen kann ja nichts bauen. Dann zockeln sie die alte Schmeigebiet. Ich weiß nicht mehr genau, hatte ich eigentlich bei 1648 den Rundewechsel immer so rausgeschnitten, das endlose, aber so endlos war das hier jetzt, glaube ich, gar nicht. Das war ganz am Anfang, wie wir die Mod released haben, hat sich das gezogen. Das lag an so einem Skript, das wir reingebracht hatten, so eine Submod, die so Handelsgedöns machen sollte. Das war Irrsinn. Wie viele Monitore? Das hat dermaßen viel Zeit angefressen. Oh, was ist jetzt los? Was? Wow. Ach, das Reich wird seine Rache bekommen. Okay, Ausweichen hat nicht funktioniert. In der Hoffnung, dass ich gegen nur eine von beiden ran muss. Die waren aber schon ein paar Tage unterwegs, die Truppe. Sind die nicht die Kanonen dabei? Jetzt ist natürlich die große Frage. Offensiv? Aber ich gehe gegen zwei Truppen. Natürlich, also zwei Sachen, die mich jetzt beschäftigen. Zum einen, ich bin zahlenmäßig unterlegen. Theoretisch wäre es eigentlich sinnvoller, die Diluzieren ja im Allgemeinen so, also ja, sind so aufgestellt, dass die eine Truppe mir schon gegenübersteht und die zweite muss das Schlachtfeld erst noch erreichen. Mit ein bisschen Glück verspätet sich sogar. Im Allgemeinen wäre es dann also besser, offensiv schnell vorzugehen, den Feind zu zerschlagen, den einen, und dann das Eintreffen des zweiten zu erwarten. Zumal der erste, der da steht, ja Kanonen hat, denke ich. Oder ist das der Eintreff? Ne, der zweite. Der erste, der gegenübersteht, der hat die dicke Wumme. Und da es nicht Empire ist, mit unendlich Munition, hat er zwar nur begrenzte Munition, aber trotzdem ziemlich übel in meine Reihen reinschießen können. Diese Demi-Kulverinen sind wirklich in der Lage, 3-4 Kompanien vollkommen zu zerstören. Ja, mit meinen Spießträgern. Das kann ich mir bei meiner finanziellen Lage echt nicht leisten. Nee, das hat keinen Sinn. Wenn ich mich defensiv aufstelle, sammelt sich die KI erstmal und dann überrollen die mich einfach. Ich muss angreifen. Okay, Kinder, ihr bildet die erste Linie. Ich weiß nicht genau. Ich bin von meinem eigenen Plan nicht so wirklich überzeugt, aber... Der Feind hat mehr Männer geholt! Gut! So können wir mehr von ihnen töten!
Die müsse weg, verfolgt die, treibt die vom Schlachtfeld. Reibt die scheiß Kürassiere auf, bevor die mir in die Flanke fallen können. Ah, die hat er vom Schlachtfeld getrieben. Sehr schön. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling! Vorwärts! Und zermalmt den Feind! Schwerpunkt bilden! Kinder, Schwerpunkt bilden! Oh Mann! Wenigstens kann er seine Kanone gescheit einsetzen. Ohne in die eigenen Reihen zu spüren. Hat manche Generäle in der Geschichte nicht gestört, aber... Auf! Ich will's überrolle! Kein Maulaffe-Pfeilhalle! Angriff! Vorwärts! Marsch! Scheiße, wer blutet denn da so? Könnt mal sowas ähnliches wie eine Formation einnehmen. Wäre geil, oder? So, und jetzt treibt die mir vom Feld. Na toll. Diese scheiß polnische Kavallerie. Boah, das war aber gerade lucky, dass die Polen dann nicht die Eier gefunden haben, da reinzureiten. Toll, wir sind in drei Haufen isoliert. Ich muss meinen General da hinten mal wegbringen, der ist da ziemlich allein. Das erscheint mir keine ideale Situation. Ja, bei uns sieht es aber auch nicht gut aus, wenn es dir noch nicht aufgefallen ist. Oh cool, da hat sich irgendwie wieder stabilisiert.
So ist, jagt die ein bisschen. Schön dicht im Haufen drin bleiben, da passiert euch nichts. Ja, macht ihre Dragoner platt. Scheiß Schützeneinheiten. Ihre richtige Infanterie habe ich ziemlich vom Feld geschlagen. Da hinten haben sie meine Schützen erwischt. Da kann ich mich jetzt aber gerade nicht drum kümmern. Wir müssen irgendwie versuchen, meine drei Gewalthaufen, die ich da gebildet habe, zusammenzuhalten. Genau, schön weiter überrollen, Kinder. Nicht stehen bleiben. Preußischer Mähdrescher! Preußischer Mähdrescher! So, links schwenkt. Das polnische Feld hier ernten wir jetzt ab. Scheiß Schützen. Nicht isolieren lassen. Feindliche General flieht. Er hat keine Ehre. Thank you.
hol dir meinen General ran. Ich brauche auf jeden Fall in Zukunft mal ein bisschen Kavallerie, die nicht sofort abhaut. Die ich zum Verfolgen nehmen kann. Ihr verfolgt lieber die. Ah, die haben sich ja gesammelt da hinten. Sehr schön. Der preußische Mähdrescher. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Okay. Nachdem der General relativ früh am Anfang gestorben ist, war die Moral der Polen natürlich, sagen wir mal, angekratzt. Aber trotzdem, ich habe übelst geblutet durch ihre scheiß Schützen. Ihr Fußvolk hat glücklicherweise durch meine... Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Nix. Dennoch, die werden verfolgt. Scheiß auf die lokale Miliz, die nervt nur. Wer weg muss, das sind die Schützen. Die müssen wir so gut es geht mit den 22 Millionen Generalsreitern noch irgendwie niedermähen. Das sind Elite-Schützen, die sie da haben, die vor allem im Nahkampf auch nicht schlecht sind. Okay. Wo sind die anderen hin? Ah, da. Halt, 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 halt. Jeder. Attacke!
Genau, schön treiben. 123 Dragoner, von denen darf auch keiner vom Feld kommen. Wir haben bitter geblutet, aber die Polen haben mehr geblutet. Und auch wenn mein Plan natürlich für mich, sagen wir mal, sehr verlustreich war, ich denke trotzdem, es war die richtige Entscheidung, nicht gechillt sie kommen zu lassen, sondern sie wirklich anzugreifen und eine preußische Mähdrescher zu spielen. Nur immer. Ein wahrer Held des Reiches kann einen solch vernichtenden Sieg ausknobeln. Dadurch, dass ich halt meine Truppen geballt gelassen habe, waren sie natürlich sehr viel anfälliger für ihre Schützen. Deshalb habe ich auch so geblutet. Aber ich habe dadurch immer an den Stellen, wo ich war, eine zahlenmäßig so starke Überlegenheit und Präsenz aufgewiesen, dass die polnische Truppe, deren Moral sowieso schon ziemlich schnell eingeknickt ist, dadurch, dass ihr General sich in meine Lanzen geworfen hat, großartig, übrigens Dankeschön an Polen, immer quasi so erschüttert wurde, das ist in dem Spiel halt so drin, dass wenn diese Einheit von der KI feststellt, okay, ich bin zahlenmäßig an der Stelle, wo ich bin, unterlegen, dann knickt das massiv die Moral. Und dadurch, dass ich meine Truppen wirklich geballt habe in Gewalthaufen, während der Feind drumherum ist wie so ein Bienenschwarm, konnte ich halt, das ist halt letztlich aber für mich ein Nachteil gewesen, gerade diese berittenen Schützen die, und diese Dragonerschützen, die schnell rennen können, die haben mich den von den Flanken beschossen. Es war halt wirklich Glückssache, dass diese polnische Kavallerie, diese Fernkämpfer-Kavallerie, sich immer wieder auch in meinen Reihen gestürzt hat, um in den Nahkampf zu gehen. Ich habe den Eindruck, vor allem ab dem Moment, wo ich meinen General in den Gewalthaufen reingezogen habe, quasi dabei gehalten habe bei meiner Truppe, dass sie versucht haben, an den dran zu kommen. Hätte ich den da hinten gelassen bei den Schützen, hätten sie den genauso gekillt, wie meine Schützen sie über den Haufen geworfen haben. Aber wieder mal eine Lehre, ich brauche dringend für die Zukunft Kavallerie, die nicht abhaut, fürs Verfolgen, beziehungsweise um feindliche Kavallerie auch angehen zu können. Dafür sind die Kürassiere halt echt nicht geeignet. Das ist eine Einheit, die kannst du wirklich nur verwenden, um Gegner niederzureiten oder halt im Vorfeld zu blänkeln. Und das wäre natürlich ein nettes Symmel, gell? Aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten, die wieder rauszulassen. Da sind nicht auch ihre Kanonen dabei. Das ist mal eine ganz schöne Liste an gefangenen Einheiten. Also Männer, das gefangen. Nee, das geht nicht. Klar, das Geld wäre natürlich sehr geil, ja. Das geht nicht. Ich bitte euch. Die können sich leisten, solche Truppen wieder aufzustellen. Ich nicht. Ich lebe von, weil ich halt so stark im Minus bin, lebe ich halt wirklich von Das ist ein imperialer Event für Österreich. Seid gegrüßt, Kaiser. Wollte ich den denn bitte schön hinschicken? Ich fahre morgen fort, ja? Eine Pause bitte, Kaiser. Ah, das soll aufklären oder sowas, ne? Ja, Kaiser. Jawohl. Warum schicke ich den bitte schön zu den Pelz? Das bringt doch kein Geld. Hat doch gar keinen Sinn. Ich habe gar schon für Wolle mehr krieg. Achso, weil ich wahrscheinlich nicht genau wusste, was bringt hier hinten. Deshalb habe ich das zu den Pelze geschickt. Hier hinten ist aber wirklich nichts Dolles. Die hatten mir aber auch wirklich relativ niedrig angesetzt, weil wir halt vermeiden wollten, dass das über diese Kaufleute zu viel Geld gemacht wird. Aber im Nachhinein denke ich, wir hätten es nicht ganz so sparsam machen sollen. Gut, aber ich weiß noch, in der Version 1.0 hieß es, es gibt zu viel Geld in dem Spiel. Ich habe mich verausgabt, Kaiser. Und deshalb haben wir die nochmal reduziert gehabt. Natürlich schon bittere Verluste, gell?
würde mich natürlich schon reizen. Heiliger Kaiser? Zumal da wahrscheinlich jetzt auch die Trümmer drin sind. Ja, Kaiser. Aber nicht allein. Nicht allein. Für das Rangin soll ich zerschmettern, Kaiser. Bewegung. Ja, heiliger Kaiser. Für das Raj. Ja. Morgen eure. Ja, Kaiser. Wir beginnen sofort mit der Belagerung. Belagerung. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Für das Raj. Ich werfe euch den Federhandschuh hin. Nehmt die Herausforderung an. Ja, die müssen da weg. Das ist schon alles, was an Polen anmarschiert kommt, müssen wir zerrupfen. Mein Kaiser. Ja, Kaiser. Für das Reich, Kaiser! Marschiert! Heiliger Kaiser? Ja, edler Kaiser. Seid ihr das Beste, was ihr zu bieten habt? Eure Befehle? Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Immerhin nächste Runde nehmen wir Schamaiten ein. Und dann geht's ganz schnell die Küste hoffentlich entlang. Schaffen der nix? Meine, ne. War hier oben nicht irgendwo was Gutes noch? Ich hätte schwören können, dass ich bei Riga irgendwas Gutes platziert habe, damit Riga halt als wichtige Hanse-Handelsstadt... Gut, klar, die Hanse gibt es im 17. Jahrhundert nicht mehr, aber Riga ist trotzdem noch eine sehr starke Handelsmetropole. Ah ja, komm, dann geh halt Pelze handeln, gell. Kein Problem. Achso, ja, den wollte ich schon Pelze handeln. Ach, das war dieser Event, wo ich einen ganzen Haufen von den Juckel gekriegt, geschenkt hat, gell. Ich habe mich gerade noch gewundert, wo kommen die eigentlich alle her? Ach jo, babbel nicht. Immer das Rumgeweine. So, hier die sind in Bewegung. Ja, der muss da weg und den... Wir müssen halt im Prinzip die drei Trupps zusammenbringen zu einem Haufen, um damit immer zahlenmäßige Überlegenheit aufbauen zu können. Was bist denn du eigentlich? Ach, Diplomat. Wo wollte ich den denn bitte schön hinschicken? Achso, ich wollte gucken, wie es im Westen jetzt aussieht. Handeln die auch noch schön? Ja, Kaiser. Kaiser, mein ja. Kaiser. Gut. Kaiser, mein Kaiser. Wahrscheinlich das einzige ernsthafte Einkommen, das ich habe, mein Händler hier. Gut, dass sie nicht von der Stelle geschubst wurden. Das passiert nicht mal ganz leicht, wenn da KI-Truppen durchrollen, dass sie den halt wegschubsen. Ja, bleib an der Stelle, wo du bist. Das Geld können wir gebrauchen. Wenn ich den jetzt verlagere, kann sein, dass da unten eh der Platz besetzt ist von dem Händler von der KI und dann habe ich auch nichts davon. Mein Kaiser. So, aber ich würde sagen, ich setze einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann greifen wir bei Tiegenhof die polnischen Scharen an. Gut, dann bis gleich. Tschüss.